Guten Abend, gute Nacht, guten, weiß ja geil, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch The Apartment. Und ich bin nicht alleine, ihr wisst es, bei mir ist der Hausmeister des Vertrauens, der Verwalter der Herzen, Benny! Yeah! Hallöchen! Benny, guck mal hier, ich habe über dieses kleine Schmankerl, habe ich hier gefunden, dieses leicht angepixelte, dieses leicht Retro-Look-like Game, und es soll ein kleines Game sein, und ich würde sagen, wir droppen mal die fetten Beats und drücken auf Play. Okay. Oh! Jo, das war's, danke. I have no heart from my brother for a few weeks now, and I started to worry a bit. I have decided to go visit him in his apartment. Okay. Ja, wir haben lange nichts von unserem Bruder gehört und wir gehen einfach mal gucken, wo er ist. Ne? Wir wollen ihn besuchen in unserem Apartment. Was stand da jetzt unten? Da habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Ich leider auch nicht. Schön. Super. Ja, als Backseat-Gamer immer super. Weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwie die Haustür stand. Irgendwie, weiß nicht, Zimmer 21 oder sowas. Wir gucken einfach mal. Wir schauen einfach mal. Ist auch einfach mal mega unangenehm, irgendwie, wenn ein Typ so an deine Tür kommt und erstmal. Mama auf! Ey, Mama auf! Zeugen hier was! Oh Gott! Haben Sie kurz Zeit, über die Leuchtturm zu sprechen? Nein! So, 23. Oh, die Zahl 23. Oh, vorne blinkt irgendwas grün. Was ist das denn? Was ist denn das? Achso, wie? Ah, Bottle Recycling Machine. Das ist ja geil, Alter. Da musst du ja nicht zu Netto laufen und kannst auch hier deine Leergut abheben. Das ist ja geil. Schön. Oh, right, this is Apartment 24. Scheinbar ist es ab. Oh. Okay. Und? Oh. Also, ich mag den Stil irgendwie. Er sieht echt cool aus. Was? Oh. Hallo? Mach doch nicht Licht aus, Junge. Kann man die anmachen? Ah, schön. Oh, 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 was ist da? Coming from trees. Ja, irgendwas kommt aus den Bäumen. Oh. Okay, so eine Anrufe sind auch immer toll. Das war Zukunfts-Steve, der Montagmorgen angerufen hat. Ey, da scheint gerade was mit It's in the Basement, also es ist im Keller. It's in the Basement, na ach du Schischkebab, Alter. Wir haben's, keine Ahnung, kannst nicht, sagen wir mal 0 Uhr. Sollen wir jetzt, haben wir eine Taschenlampe, haben wir irgend... Oha, haben wir irgendetwas? Nee, glaube ich. Ich glaube nicht, oder? Wir auch nicht. Wir können einzoomen. Und toll. Das war's. Soll ich jetzt hier. Ich kann doch jetzt hier nicht. Warte mal, hier vorne ist ja die Stadt. Ah. The Roots. Ja. Roots everywhere. Okay, überall Wurzeln. Stimmt. Alter, ist ja mal ein opulenter Flur hier, Kumpel. Also unser Bruder hat ein schönes Apartment, also schön groß auf jeden Fall. Ja. Wir gucken mal ganz kurz, was hier noch so steht. Roots of Evil, don't go down there. Okay, wir haben schon mal gleich instant hier eine Warnung, dass wir nicht nach unten gehen sollen. Und hier haben wir schon mal das Wohnzimmer aus dem Intro. Aha. Guter Jackie Chan Film. Oh, war da Joker. Und das ist doch Bram Stoker. War doch gerade Dracula, oder? Das sah sehr danach aus, ja. Oh. Wer klopft denn hier die ganze Zeit? Ja, das ist... Hallo? Ist das am Fenster? Nee, ist das Arschlochkind von nebenan. Ihr sollt niemandem beispielen! So, ja, ein bisschen chinesisches Essen. Ihr habt's auch. Ich finde, das ist eine coole Idee. Irgendwie, das halt so leicht zu verpixeln. Irgendwie, das... The door is locked. Das wird wahrscheinlich so über ein, zwei kleine Grafikschwächen hinweg täuschen. Oh, hier ist ein Schlüssel. I must be... Was? This must be keys for the kitchen door. Okay. Okay. Die Küchentür. Wo ist jetzt die Küchentür? Ich hab keine Ahnung. Hier, das hier mit der Scheibe wahrscheinlich drin. Nee, das war keine Scheibe. Oh Gott. Sieht eher aus wie ein Schrank, oder? Alter, wo ist denn das so scheiß Duster? Ist das so, ja. Oder ein Schrank. Oder? Oder ist ein Schrank? Das kann natürlich auch wieder sein. Okay, das ist halt nicht. Pass auf, nachher ist es die Tür, die locked war. Ganz vorne. Ja, kann schon sein. Nee? Na, sage mal. Ja. Nee, es bleibt ja nur noch die eine Tür.
Hm, okay, dann ist das also die Küchentür. So, dann schauen wir nochmal hier. Aha. Ah, schön, schön, schön. Nö. Yes. Aha. Hier gibt's noch ein bisschen Pizza. Wunderbar. Dazu noch einen schönen Heineken anscheinend. Hm, okay. Der Breezer. Den können wir nicht öffnen. Oh, hm, schön, schön. Das sind übrigens die ganz rustik. Mal ganz cool, Freunde. Mal ganz cool, kurz hier. Das sind übrigens die sehr rustikalen Löffel, die man jetzt halt auf dem Mittelaltermarkt kaufen kann, ja. So zum Umrühren. Einfach. Einfach, weil es schön ist. Ja, einfach mal auf Etsy gucken. The door is locked. Okay. Die door is locked. Oh, was ist der da noch drin? Da, das ist Ingwer. Das ist Ingwer. Okay, wir sagen mal, es ist Ingwer. So, okay. Wir haben aber auch leider keinerlei. Ah, bitte. Ach du Scheiße. Okay, verstehe. Stevies Lieblingsbeschäftigung. Oh, was war denn das jetzt gerade? Warum ist denn das jetzt hier gerade so? Ich glaube, das war einfach nur, weil er die Tür, ja, blöd aufgemacht hat. Das ist ein blöder Bedroom Door. Okay, wir haben die. Mann, nee, Alter, mach die Glotze aus. Das ist, die Glotze stresst mich schon exakt genauso wie der Draht über die Visage. Fürchterlich. So, ist das der Bedroom? Nö. Ich wette, das war auch eine Tür, die da war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wir machen mit dem Schlafzimmer direkt an die Küche ran. Das ist doch uncool. Ja, war da warte mal kurz, war der Karton, wenn du jetzt noch weiter rechts guckst, ja, noch weiter rechts, war der, stand der schon immer da? Ja, den haben die Night Deliveries gebracht. Ah, okay. Ah, großartig. Ja, nee, dann ist das wahrscheinlich vielleicht wirklich direkt im Anschluss zur Küche das Schlafzimmer. Ist ja klar. Macht man so halt, ne? Macht Sinn. Das ist, okay. Hallo? Roots. Oh, so ein Spind hier drin, Alter. Das ist aber auch geil. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Und das Necronomicon oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Und, oh, guck mal hier. Hier hat er seine Bonus versteckt hier. Das kleine Ferkel. Das ist zwar ein Feuerzeug, aber kannst du auch das Feuerzeug nutzen? Na, vielleicht im Wandschrank. Wozu du es hast. Würde ich jetzt mal ad hoc sagen. Okay. Ach, auch lebensbejahende Kunst hier. Schön. Wie immer. So. Roots. Bloody Roots. Geiler Song übrigens von Sepultura. Sehr geil im brasilianischen Metalband. Oder Metalband aus Brasilien. So, dann gucken wir mal. Hab ich denn jetzt ein Inventar? Nee, ich hab kein Inventar, glaube ich, oder so. Nee. Power went off. Ach, das ist ja toll. Na wunderbar. Oh, ja. Okay. Brother. Alter, warum macht da mal ein Brett auf? Also wir müssen jetzt in den. Krass. In das Utility Room. Ach hier, guck mal, hier ist das Badezimmer. Oh, guck mal. Was denn? Warte, schau mal. Holy moly, Alter! Oh, 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 oh. Sollte das so sein? Oh, Schweine, Alter. Ja, das. Aber nicht so schön aus. Nee, war nicht so schön. So, warte mal, wir haben jetzt noch einen. Wir haben mal einen Schlüssel gefunden, ne? Ja, ja, für den Utility-Raum. Oh. Und der Utility-Raum ist außerhalb unseres Apartments. Also hier, meinst du nicht? Nee, nee, nee. Also er meinte ja, dass wir Strom wieder anschalten müssen draußen. Ah, okay. Ah, wir sollen noch nicht ins Basement. Ja, muss ja nicht heißen, dass wir in Basement müssen, ne? Ja, nö, nee, die Hauptsicherung sind meistens oben auf dem Dach.
Oh, die sehen jetzt aber auch What the hell is this? Also, sag mal, wie das ist. Also, es ist nicht schön, was hier passiert. Soll ich jetzt hier wirklich in den Wurzel Peter rennen hier, oder was? Nee, ich glaube nicht, oder? Du musst bestimmt bis hinten hin irgendwie. Fuck. Ach, ist das schön. Überall hier und die Lichter aus. Ist ja wunderbar. Ist ja wunderbar. Oh nein, bitte nicht. Okay, wir waren im Raum 24, oder? Ja. Hallo? Aber du kannst nichts machen. Die Kabel umstecken? Strax zum Kabel umstecken? Ach so, vielleicht hier an dem Hebelchen? Nee? Nee? Can do nothing. Oh! Power back on. Need to get back to the apartment. Okay. Who's this? Who's this fat guy on the floor? Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Geh weg! Ich sage nein! Ich sage nein! Was? Wumms. Wumms. Freunde, Wumms. Ich dachte eigentlich, dass man ihn so umlaufen kann, irgendwie, weil man halt im Schatten bleibt, aber. Nope. No. Ich kann da keine Tür öffnen. Oh, schauen wir mal. Ah. Er kann keine Tür öffnen. Doch. Aber scheinbar hat das gereicht. Okay. Guck. Okay. Nice. Nur Captain Butterball haben wir jetzt umspielt. Fantastisch. Sonst, das ist der Grund, warum ich Benny so dermaßen immer nochmal feiere. Irgendwie, wenn er mit dabei ist. Er hat einfach die spritzigsten Ideen. Wirklich? So, wir sind zurück im Appartement. Oh, 24. Mann, Alter. Geht ja gut hier mit den Wurzeln. Die wachsen aber auch super schön. Ja. Okay. So, ändert jetzt aber erstmal trotzdem an der Tatsache nichts, irgendwie, dass wir jetzt erstmal nichts haben, womit wir irgendwie weiter agieren können, oder? Oh, hey. Was ist denn hier passiert, sag mal? Puh, er hat ein bisschen umgeräumt. Guck mal, da ist auch eine Tür frei geworden. Aha, okay. Oh nein, it's the basement. It is the basement, Benny. Na dann, gehen wir doch wir mal Wir sollen doch nicht runtergehen. Wir sollen doch nicht runtergehen! Oh, scheiße. Hallo, Taschenlampe? Also, Feuerzeug? Nope. We got nothing. Oh, scheiße. Und, oh Gott, das ist alles so eine komische Grafik, als wenn jetzt schon gleich irgendeine Scheiße passiert. Mhm. Oh Gott, dieser Sound, Alter. Hallo? What is it? Oh my God, what is this? This is where all it comes from? Ah. I should really get out of here. Jetzt zum Herbst, na denn? Oh nein. Fatty McFatty ist hier. Wir müssen, glaube ich, wieder wegrennen. Aber ist nur die Frage, wohin? Können wir uns holen? Bin jetzt nicht weiter rumgekommen. Gerade? Ja. Okay, wir probieren es mal nochmal. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Okay, alles klar, wir haben es durch. Hey! Wir sind, das Spiel ist so konzipiert, dass wir gar nicht aus dem Keller rauskommen anscheinend. Okay. The Apartment war super cool, es ist für Ume gerade zu haben, irgendwie bei itch.io. Ja, wenn nicht, checkt mal unten den Link in der Beschreibung irgendwie, ladet es euch runter. Hinterlasst ruhig irgendwie einen kleinen Obolus bei dem Entwickler irgendwie, damit er noch geilen Stuff wie den hier macht. Irgendwie, mir hat es echt gut gefallen. Benny, sag mal was dazu, wie hat es dir gefallen? Grafik war irgendwie was anderes, was Neues, war cool. Also ist mal, wie gesagt, wirklich mal was anderes. Und ansonsten kurz, knapp und knackig. Mir hat's wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen auch gerade oben rechts steht, Game made by Max Horror. Nicer Name.
Ja, gefällt tatsächlich mir. Käme unbeschriebene Blatt. Ne? Schön. Wie gesagt, check den Dude mal aus irgendwie und dann stütz ihn. Und dann kann ich nur sagen, hey, lasst ein Like da, wenn es euch das Video gefallen hat irgendwie. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.